Willkommen hier in der Commerzbank Arena, liebe Zuschauer. Wir begrüßen Sie recht herzlich zum heutigen Spiel. Rolf Fuß und der Kollege Frank Buschmann werden Sie wie gewohnt durch dieses Spiel begleiten. Und heute zeigen wir Ihnen ein Spiel aus der Bundesliga. Eintracht Frankfurt gegen Borussia Mönchengladbach. Wir sind also in der Liga zu Gast. Eine sehr reizvolle Partie. Zwei interessante Mannschaften, vor allem in dieser Saisonphase. Da ist das sowas wie ein Highlight. Die Stimmung ist riesig. Kurz zu den Gästen. Wie schätzt du sie heute ein, Buschi? Grandiose Saison, können wir nicht anders sagen. Die UEFA Champions League ist ihnen kaum noch zu nehmen. Und wenn sie so weiterspielen, dann klappt das auf jeden Fall. Der Ballverlust. Eintracht Frankfurt geht mit dieser Aufstellung ins Spiel. Sie agieren heute ziemlich offensiv, würde ich sagen. Auch wenn sie nominell nur eine Spitze aufbieten, da kommt einiges aus dem Mittelfeld nach. Das ist die Startaufstellung der Gladbacher heute. Auf der Torhüterposition Jan Sommer. Matthias Ginter spielt mit Nico Elvedi in der Abwehr. Und ganz vorne werden sie es heute mit einem Stürmer versuchen. Mal sehen, ob er sich gegen die Abwehr davon... Und jetzt die Chance. Ball geklärt. Das wäre sonst keine so schlechte Möglichkeit gewesen. Da verlieren sie den Ball. Super Pass jetzt. Timmy Chandler. Keine Gefahr. Die Flanke wird abgeblockt. Ganz interessante Partie heute, wenn wir uns die beiden wichtigsten Spieler mal rauspicken. Beide ragen ja vor allem aufgrund ihrer Physis heraus. Stark verteidigt. Jetzt gibt es einen Eckball. Die Ecke kommt rein. Sie können nicht klären, sind weiterhin im Bedrängnis. Florian Neuhaus. Dennis Zakaria! Ganz wichtig, er hält den Ball fest. Sie verlieren den Ball. Er versucht's! Das macht er gut, den Ball hält er fest. Jetzt der Ballverlust. Ah, das könnte was werden jetzt. Er sieht das. Chance zur Führung. Jan Sommer ist da. Das war natürlich eine super Parade, gerade aus dieser Distanz. Ecke kommt rein. Da können Sie erstmal klären. Touré. Abraham. Kostic. Er passt ihn auf den Flügel. Direkt wieder zurück. Mijat Gacinovic. Er zieht ab. Er geht nicht rein, aber trotzdem. Guter Schuss. Gutes frühes Stören. Dennis Zakaria. Plea. Und wir dürfen gratulieren. Heute ist sein Geburtstag. Philipp Kostic. Stefan Leiner. Ballverlust. Auf außen ist Platz. Spielt er den Ball in den Strafraum? Wirklich torgefährlich ist das am Ende nicht. Nee, den Kopfball trifft er einfach nicht richtig. Kommt nicht hinter den Ball. Viel zu ungefährlich. Florian Neuhaus. Embolo jetzt. Guter Pass. Alassane Plea. Oh, viel Platz jetzt. Für sie läuft das Spiel absolut nach Plan. Die Führung jetzt. Konzept geht auf, sie liegen vorn und können jetzt der Partie den Stempel aufdrücken. Boah, da hat er gezeigt, was Wille ausmachen kann. Dieser Zug zum Tor, sehr, sehr druckvoll. Ein schöner Sololauf, gekrönt von einem sehenswerten Treffer. Und jetzt die Gladbacher also vorne. Viel Platz jetzt auf außen. Und da ist der Ball erstmal wieder weg.
Mijat Gacinovic. Filip Kostic. Die Vorwärtsbewegung jetzt. Mijat Gacinovic. Inklusive Torlinientechnik. Und die können wir bei dem Treffer wirklich gebrauchen. Und alles regulär, der Ball war hinter der Linie. Eins, eins, wieder unentschieden. Der Spielverlauf ist völlig offen. Jetzt mal die Gladbacher. Ja, das sieht gut aus. Das wäre gefährlich geworden, aber er blockt ihn ab. Kostic. Rode. Auf dem Flügel ist jetzt Platz. So, Flanke kommt flach rein. Und das ist der Ballverlust. Da wäre Platz für den Konter. Das könnte was werden. Hoppala, das war riskant, aber es ist gut gegangen. Hermann, Wahnsinn, er hält ihn. Jetzt die Ecke. Keeper geht auf Nummer sicher, faustet diese Ecke erstmal weg. Nach 45 Minuten steht es hier 1:1. Da können wir gespannt sein, was in Durchgang 2 noch passiert. So, gehen wir rein in die zweite Spielhälfte. Es ist hier bislang wirklich alles ausgeglichen. Und das gibt Freistoß für Gladbach. Wählt die kurze Variante. Gladbach über den Flügel jetzt. Macht er gut. Flanke geht ins Tor aus. Keine gute Aktion. Klasse Pass. Ball kommt. Der geht nicht rein. Der Führungstreffer in dieser Partie. Riesenjubel. Das gibt erstmal Sicherheit. Das gibt Selbstvertrauen. Das zeichnet einen echten Torjäger aus. Er steht genau da, wo der Ball hinspringt. Klar, nachdem der Torwart den ersten nicht festhalten konnte, da reagiert er am schnellsten. Nochmal der Treffer, diesmal aus einer anderen Perspektive. Wenn Sie nochmal ins Spiel kommen wollen, müssen Sie jetzt reagieren. Und das macht der Trainer auch. Er nimmt den Wechsel vor. Gladbach hat hier jetzt die Nase vorne. Florian Neuhaus. Geht vielleicht was für Gladbach. Und jetzt ist der Ball erstmal raus. Hermann. Klar, das gibt hier Einwurf. Hermann. Dennis Zakaria. Das war gute Abwehrarbeit. Deswegen dieser schwache Abschluss. Ja, sie üben Druck aus und das reicht dann, um ihn entscheidend zu stören. Bas Dost. Tor.
Nee, den kriegt der Keeper. Chandler. Amami Touré. Gute Aktion. Hereingabe kommt an den langen Pfosten. Wirklich torgefährlich ist das am Ende nicht. Nee, den Kopfball trifft er einfach nicht richtig. Kommt nicht hinter dem Ball, viel zu. Schönes Zuspiel hier. Das war eine gute Chance, aber der Ball wird abgeblockt. Ecke kommt rein. Da verlieren sie den Ball. Gladbach über den... Jetzt nimmt das alleine mit allen auf. Der muss da drin sein. Das Tor sorgt hier erstmal für klare Verhältnisse. Und mit dieser Führung im Rücken, da können sie jetzt ihr Spiel aufziehen. Tolles Tor, per Wolling. War natürlich alles andere als einfach. Tolle Aktion. Hier nochmal dieser Treffer. Der neue Spielstand lautet jetzt also 3:1. Jetzt müssen sie aufpassen. Tja, war halt niemand. Situation geht weiter, immer noch gefährlich. Breel, Donald, Embolo. Stark gemacht, das könnte was werden. Ist es das? Und da haben wir es, das Tor. Klar, das sieht dann am Ende einfach aus, aber du musst als Torjäger eben auch richtig stehen und einen Riecher dafür haben, wo der Ball hinkommen könnte. Ah, ärgerlich. Er fälscht den Ball ins eigene Tor ab. Aber Wolf, das kann passieren. Das muss er jetzt abschütteln und sich weiter konzentrieren. Das sieht man auch nicht alle Tage. So ein eindeutiges Spiel. Sie haben wirklich alles im Griff. Chor. Weg ist der Ball. Und die letzten 10 Minuten sind hier angebrochen. Das könnte was werden. Und jetzt haben sie den Ball doch verloren. Der Ballverlust. Tolles Zuspiel. Brelembo. Jetzt ist er durch. Die Riesenchance. Er kann abwehren, aber der Ball weiter im Spiel. Einwurf für Gladbach. Nun Hermann. Dennis Zakaria. Plea. Kein guter Pass. Weg ist der Ball. Ballverlust. Gibt Einwurf für die Eintracht. Hinteregger. Hasebe. Regulär sind es nur noch 60 Sekunden. Jetzt gibt es den Endspurt. 3 Minuten Nachspielzeit. Jetzt Hinteregger. Chor. Hasebe. Amami Touré. Das Spiel ist vorbei. Der Schlusspfiff ist ertönt. Ein souveräner Sieg heute. Sie waren über die gesamte Spielzeit das bessere Team. Ja, Wolf, das nenne ich einen überzeugenden Auftritt.
Das war heute eine überragende Vorstellung von ihm. Schöner Auftritt heute von ihm. Zwei Tore gemacht, gewonnen. Was will man mehr? Er sieht das vor. Chance zur Führung. Jan Sommer ist da. Das war natürlich eine super Parade, gerade aus dieser Distanz. Embolo jetzt. Guter Pass. Alassane Plea. Oh, viel Platz jetzt. Für sie läuft das Spiel absolut nach Plan. Die Führung jetzt. Konzept geht auf. Sie liegen vorn und können jetzt der Partie den Stempel. Philipp Kost. Mija Gacinovic. Er schießt hier ein Eigentor. Hoppala, das war riskant, aber es ist gut gegangen. Hermann, Wahnsinn, er hält ihn. Klasse Pass. Ball kommt. Der geht nicht rein, jetzt vielleicht. Der Führungstreffer in dieser Partie. Riesenjubel, das gibt erstmal Sicherheit, das gibt Selbstvertrauen. Jetzt nimmt das alleine mit allen auf. Der muss da drin sein. Das Tor sorgt hier erstmal für klare Verhältnisse. Und mit dieser Führung im Rücken, da können sie jetzt ihr Spiel aufziehen. Stark gemacht, das könnte was werden. Und da haben wir es, das Tor. Klar, das sieht dann am Ende einfach aus, aber du musst als Torjäger eben auch richtig...